Zurück bei King's Quest 6 und wir sind im Jenseits. Und wir gehen da jetzt mal runter. Das Skelett zur Linken des Weges gibt den Geistern, die den Eingang der Unterwelt erreichen, etwas in die Hand. Karte bitte. Der nächste bitte. Ja, wir haben natürlich keine Karte, weil wir sind kein Geist. Ich gehe jetzt aber nochmal eben zurück. Ruhelose Geister sind an die Oberfläche der Unterwelt gebunden. An irdische Kummer gekettet können sie nicht weiter in die Unterwelt vordringen. Die zwei Geister wandern gemeinsam umher. Der Geist einer wunderschönen Frau schwebt leise neben dem Geist eines verzweifelten Mannes. Oh oh, einer der vorüberziehenden Zombies berührt Alexander. Der Kontakt mit dem verrottenden Fleisch zersetzt die lebende Haut wie Säure. Ja, jetzt haben wir ein Ticket. Toll. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Wie Alexanders Mutter schon sagte, lass dich nicht mit Zombies ein. Ja gut, dann müssen wir wohl doch nicht mit den Zombies reden. Mit den Geistern da unten. Ja. Kommen wir hier durch? Karte bitte. Haben wir nicht. Ein großer Schlüsselring mit einem Knochenschlüssel hängt von der Taille des Skeletts, das an der linken Seite des Weges steht. Kann ich eine Karte haben? Das Skelett mit den Karten scheint Alexanders Aussehen nicht genügend geisterhaft zu sein. Es will ihm keine Karte geben. So, hier ist aber so ein Xylophon. Alexander hebt die beiden Knochen vom Boden auf. Woran erinnern ihn die Knochen bloß? Ah, jetzt erinnere ich mich. Die Skelette sind ganz begeistert von dem Lied. Sie fangen an, wie wild zu tanzen. Kommt gleich hier, glaube ich, so von links oder so, so eine Skelettreihe rein. Da habe ich irgendwie aus Versehen den Text weggeklickt, aber ich wollte ja den Knochenschlüssel haben. Die Oberfläche des Totenreichs wirkt noch viel bedrückender. Ein Pfad führt zu einem gruseligen Schädel, der sich drohend in der Ferne auftürmt. Ja, ja, bla bla. So, ich speichere jetzt nochmal eben, damit wir nicht wieder von so einem Zombie angegriffen werden. So. Wer seid ihr, betrübte Geister? Ich bin Königin Alaria vom Land der grünen Inseln und das ist König Kalifim, mein Gemahl. Wir wurden von unserem Wesir im Bett ermordet. Wie eine Schlange schlich er in der Nacht in unser Gemach und erstach uns, während wir schliefen. Jetzt ist das Herz meines Mannes gebrochen und er spricht mit niemandem mehr. Ihr müsst es sein, die ich suche. Oder seid ihr nicht die Eltern von Prinzessin Cassima? Unsere Tochter. Habt ihr Neuigkeiten von unserer Tochter? Ich weiß, dass sie lebt und sicher in ihr Königreich zurückkehrte, nachdem sie aus Mordaks Händen befreit wurde. Leider habe ich sie noch nicht persönlich gesehen. Alhazred hält sie in ihrem Zimmer gefangen. Oh, welch fürchterliche Neuigkeiten. Ich bin zwar froh, von ihrer Rückkehr zu hören, aber in der Nähe dieses Teufels wird sie nicht sicher sein. Oh, wenn wir sie nur beschützen könnten. Cassima, wie sehr habe ich versagt. Mein armer Gatte wird niemals zur Ruhe kommen, solange unser Mörder ungestraft herumläuft und unsere Tochter bedroht. Ich bin gekommen, um euch mitzunehmen. Euer Volk liebt euch immer noch. Sie müssen die Wahl über den Visier erfahren. Cassima braucht euch ebenfalls. Aber dies ist das Reich der Toten. Wir können es nicht verlassen und ihr auch nicht. Der Einzige, der uns in das Land der Lebenden zurückbringen kann, ist der Fürst der Dunkelheit. Aber er wird uns niemals helfen. Er kennt keine Gnade.
Ich bin vielleicht in der Lage, ihn zu überzeugen. Ich muss es versuchen. Dann nehmt dies. Es ist meine Eintrittskarte für die Unterwelt. Dort werdet ihr den Fürsten der Dunkelheit finden. Ich kann die Karte nicht benutzen, solange ich hier gebunden bin. Wenn mich niemand rächt, werde ich die Fesseln niemals los. Vielen Dank. Vielleicht wird uns das alles retten. Das alle retten. Seid vorsichtig, junger Mann. Wenn ihr die Qual meines Gatten lindern und unserer Tochter helfen könnt, werden wir uns äußerst großzügig zeigen. Ich werde mein Bestes tun. Auf Wiedersehen, Königin Alaria. Ich kann heute nicht mehr lesen. So, vorsichtig. Ja, wir haben jetzt eine Eintrittskarte. Das ist ja schön. Karte bitte. Ich habe doch eine. Da. Ich habe eine Karte. Weitergehen, der nächste bitte. Was ist das denn? Offensichtlich ist Alexander nicht der Einzige, der sich für den Körper auf dem Pfad interessiert. Alexander hebt den schwarzen Federhandschuh des Ritters auf und versucht, die Schrift darauf zu entziffern. Fleisch mag über meine Pforte schreiten und suchen nach dem Gevatter Tod. Fleisch mag gehen, wohin Tote schreiten und herauszufinden, wie einst Scheherazade ihn da regiert über die Gräber, um den Atem eines Sterblichen zu gewinnen. Potztausend, das klingt aber verdammt ernst. Das Haarband ist so alt, dass es zwischen Alexanders Händen verfallen würde. Rüstung, Helm, irgendwas, bla bla bla. Nein. Okay, aber den Federhandschuh brauchen wir wahrscheinlich, um den Mann da herauszufordern. Auf ewig zum Fährmann der Toten verdammt steht Charon in seinem Boot. Bett. Alexander kann nicht genau erkennen, was sich unter seinem Umhang verbirgt. Und er ist sich gar nicht so sicher, ob er das auch wirklich wissen will. Der möchte jetzt 2 Münzen haben. Reichen dir diese Münzen? Setzt du mich nun endlich über? Charon geht tatsächlich auf Alexanders Angebot ein und lässt ihn aufs Boot. Also wenn man das Spiel nicht kennt, überlegt man, ihr spielt es blind. Ihr seht euch dann dauernd irgendwelche Sequenzen an, nur um festzustellen, dass ihr irgendwas braucht, was ihr vor 5 Parts nicht mitgenommen habt. Also das ist schon blöd irgendwie. Man kann zwar in der Regel wieder zurückgehen, aber trotzdem muss man wieder ein altes Savegame laden. Gute Adventure sind so gestrickt, dass man grundsätzlich die Gegenstände schon dabei hat, die man braucht. Das heißt, es gibt irgendwelche Umstände, die einen dazu zwingen, diese Gegenstände mitzunehmen. Naja. So ist das halt. Jetzt speichere ich ja. Nein. Jetzt speichere ich nochmal. Kampf. Alexander will das Tor öffnen. Auf einmal erzittert er das Tor unter seinen Fingerspitzen. Welche Berührung hat meinen Schlaf geweckt? Ich rieche das Blut deines Sterblichen. Streckt eure Hand noch einmal aus, damit ich sie erfassen kann. Es ist Jahrhunderte her, dass ich einen Menschen gefressen habe. Vielleicht kriegt er jetzt den Federhandschuh? Ich habe diesen Federhandschuh. Das interessiert mich nicht, Sterblicher. Die Hasenpfote? Ich habe diese... Das ist mir ganz egal. Ich bin nur an euren Knochen interessiert. Ich will nicht mit euch feilschen. Das ist sehr gut, Sterblicher. Komm zu mir. Huch. Das schmeckt. Ach, fuck. Ich hätte bestimmt hier die Dinger mitnehmen müssen. Ach, so eine Scheiße. Habe ich jetzt hier schon die Eintrittskarte? Nein. Okay, das machen wir eben nochmal.
Bla 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 und wir geben euch diese Karte und hui, geht dann mal nach Hause. Genau das meinte ich. So, jetzt nimm die hier mit. Nein! Nein! Ich kann das nicht abbrechen. Ich dachte, der nimmt die Knochen mit. Na toll. Ja, müssen wir uns jetzt nochmal eben den Tanz angucken. Alexander will das Tor öffnen. Auf einmal zittert das Tor unter seinen Fingerspitzen. Welche Berührung hat meinen Schlaf geweckt? Ich rieche das Blut eines Sterblichen. Streckt eure Hand noch einmal aus, damit ich sie erfassen kann. Es ist Jahrhunderte her, dass ich einen Menschen gefressen habe. Hallo. Obwohl Alexander furchtbare Angst hat, nimmt er all seine Kräfte zusammen und befiehlt dem Tor, sich zu öffnen. Lasst mich durch, Tor. Ich muss mit eurem Meister sprechen. Mein Meister wollt ihr, Sterblicher? Ich will ihn euch gerne vorstellen. Kommt etwas näher und ihr werdet ihn schon sehen. Nein, danke. Ich will dem Herrn der Toten lebendig gegenübertreten. Warum soll ich euch durchlassen, Sterblicher? Viel lieber verspeise ich euch gleich. Ich habe gehört, dass auch Sterbliche das Reich der Toten betreten können. Es muss eine Möglichkeit geben, eine Aufgabe, die es mir erlaubt, durch euch... Es muss eine Möglichkeit geben. Eine Aufgabe, die es mir erlaubt, durch euch hindurchzuschreiten, Tor. Ich glaube, da gibt es tatsächlich etwas. Einen Trick. Vielleicht einen Test. Ach ja. Wenn ein Sterblicher will durchs Tor, löst dieses Rätsel er zuvor. Gut, dann eben ein Rätsel. Und wenn ihr das Rätsel nicht erratet, macht dieser Rachen euch ein Ende. Einverstanden. Dann hört mir zu, es ging jetzt um euer Leben, Sterblicher. Darum geht es wirklich. Mein erster beginnt noch heiter. Mein zweiter führt nach innen. Mein dritter lässt sich nehmen. Mein vierter ist gerade. Mein fünfter dämmert am Abend. Mein sechster darf besuchen. Mein siebter ist am Ende. Das ist die Antwort. Ja, man kann jetzt hier die Buchstaben nehmen. H, I, N, G, A, B, E. Hingabe. Wir haben aber auch schon bei der Spinne den Zettel gefunden, auf dem Hingabe stand. Die Antwort ist Hingabe. Oh, ihr Verräter aus der sterblichen Welt. Wie konntet ihr nur Hingabe erraten? Das Rätsel sollte nie gelöst werden. In diesem Reich gibt es keine Hingabe. Die Hingabe oder Liebe kann auch von diesem Ort nicht verbannt werden. Genug. Ich möchte mir eure Worte nicht anhören. Geht hindurch, und zwar schnell, bevor ich meine Meinung ändere. Oh, ich speichere nochmal. Was haltet ihr davon? Wir nennen das doch einfach O. In der Mitte der großen Höhle regiert der Fürst der Dunkelheit über die Seelen der Verstorbenen. Er winkt unauflässig die Seelen in das große Meer der Seelen. Was die Seelen ihm zuflüstern, bleibt für Sterbliche besser ein Geheimnis. Die Diener des Todes stehen stumm am Ende des Weges, der zum Thron des Fürsten der Dunkelheit führt. Ja, dann gehen wir doch einfach mal. Alexander nähert sich dem Thron des Fürsten der Dunkelheit. Wieso habt ihr mein Reich betreten, da ihr noch euer Fleisch auf den Knochen tragt? Wenn ihr so sehr nach dem Tode sucht, könnt ihr ihn auch unter den Lebenden finden. Aber da ihr nun mal hier seid, könnt ihr auch gerne bleiben. Küsst meine Hand und ihr werdet eins mit den Geistern. Es wird nicht wehtun. Nein, wir fordern dich heraus, du Sack. Ich kam nicht, um zu sterben. Ich habe das Recht, euch herauszufordern, Tod. Bei allem Respekt verlange ich Genugtuung, indem ich euch diesen Federhandschuh hinwerfe. Fleisch mag über meine Pforte schreiten,
und suchen nach dem Gevatter Tod. Fleisch mag gehen, wohin Tote schreiten und herausfordern wie einst Scheherazade, ihn, der regiert über die Gräber, um den Atem eines Sterblichen zu gewinnen. Er hat den Federhandschuh. Unmöglich. Er fordert den Tod heraus. Wer seid ihr, dass ihr den Tod herausfordert? Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, mein Lord. Und was erwartet ihr euch von dieser Herausforderung? Die Seele eines toten Mädchens? Ich suche die Seelen von König Kalifim und Königin Alaria vom Land der grünen Inseln. Ihr sucht die Seelen zweier Menschen und glaubt, ihr könnt lebend aus diesem Reich entkommen? Das ist wirklich eine schwierige Herausforderung. Das Grab öffnet nicht gerne seine Tore. Entweder wir kommen alle drei frei oder keiner. Nun gut, lasst mich eine angemessene Aufgabe wählen. Ah ja, jetzt hab ich's. Eure Herausforderung sei: Für 1000 Jahre habe ich auf diesem Thron gesessen. Ich habe jede nur denkbare traurige Geschichte gehört, die menschliche Lippen erzählen können. Ich habe Tragödien gesehen, die ganze Königreiche stürzten, hörte von Ungerechtigkeiten bar jeder Begründung und Liebe, die die Sterne überstrahlte und doch erkaltete. Ich habe Qualen gesehen, jenseits aller Vorstellung, und dennoch, all das gibt es seit einer Ewigkeit. Eines habe ich nie getan. Ich habe nie eine Träne darüber vergossen. Bring mich zum Weinen, Sterblicher. Das ist meine Herausforderung. Den Tod zum Weinen bringen? Er kann den Ozean in einen Stein verwandeln. Oder Eis zu Feuer. Spiegel. Wenn ihr die Wahrheit gesprochen habt, wird die Wahrheit mein Schwert sein. Die Oberfläche des Spiegels verdunkelt sich für einen Moment und füllt sich dann mit noch schwärzeren Bildern. Reflexion der Hoffnungslosigkeit, das Klagelied einer verlorenen Seele, eiskalte Ketten, so stark, dass kein Mensch sie schmieden konnte, eine Welt so durstig, dass niemand sie stillen kann. Alexander spürt, wie der Spiegel in seinen Händen zittert. Er ist froh, dass er nicht hineinsehen kann, aber der Herr der Toten scheint von dem Spiegel regelrecht hypnotisiert zu sein. Dinge, die er lange vergessen hatte, tauchen wieder auf. Seine Versessenheit auf den Thron, als er noch ein Sterblicher war. Die mit Leid und Schrecken erfüllten Jahre und seine wachsende Abgestumpftheit. Das Verschwinden seiner eigenen Menschlichkeit und schließlich die Entstehung seines jetzigen Zustands. Dieser Zustand kennt keine Erlösung. Es gibt keine Hoffnung auf ein Ende. Die Seelen um ihn herum wenden sich schmerzvoll ab. Die Wahrheit ist wie ein scharfes Messer. Ei! Nehmt ihn weg! Hört auf damit! Der Spiegel der Wahrheit zerbricht unter der Anstrengung, und der Tod weint eine einzige graue Träne. Die Wahrheit kann schrecklich sein. Ich habe diesen Mantel so lange getragen, dass ich vollkommen vergessen habe, wie schwer er ist. Ihr könnt die Seelen mitnehmen, wenn ihr geht. So haben wir es vereinbart. Jetzt könnt ihr gehen. Ich beneide euch. Fast. Findet die beiden Seelen, die er verlangt, und bringt sie zu mir. König Kalifim und Königin Alaria, euer Held hat euch noch ein paar weitere Jahre Sterblichkeit verschafft. Mögen eure Seelen bei eurer nächsten Ankunft besser vorbereitet sein. Ich danke euch, mein Lord. Ich hoffe, wir werden es sein. Und nun zu euch, Mann aus Fleisch und Blut. Mein Ross wird euch drei ins Land der Lebenden zurückbringen. Sagt ihm, wohin es euch bringen soll. Und es wiehert genauso wie das Pferd in King's Quest 7. Also dann, bis wir uns wiedersehen. Und seid versichert, wir werden uns wiedersehen. Nichts für ungut, mein Lord, aber ich hoffe, dass noch viele Jahre vergehen, bis wir uns wiedersehen. Meist dauert's nicht so lange, wie ihr es wünscht, Sterblicher. Nun aber geht. Ja, mein Lord. Boah, das arme Pferd, drei so fette Leute da drauf. Majestät, kommt ihr? Der sprach jetzt wieder Herr der Unterwelt, das ist blöd. Alhazreds Verrat muss vorsichtig behandelt werden, Alexander. Alaria und ich müssen alle unsere Verbündeten zusammenrufen und gemeinsam einen Plan schmieden. In der Zwischenzeit müsst ihr auf Cassima aufpassen. Stellt sicher, dass sie nicht zu Schaden kommt. Wir werden so bald wie möglich zurückkehren, alles, was uns gestohlen wurde, zurückholen. Ich werde sie beschützen, bis ihr zurückkommt. Ich danke euch, mein Sohn. Eure Liebe für unsere Tochter muss wirklich sehr stark sein, wenn ihr sogar euren eigenen Tod in Kauf genommen habt. In der Tat. Mögen wir erfolgreich meistern, was vor uns liegt, und lange als glückliche Familie zusammenleben. Yeah! Da sind wir wieder und wir leben noch! Ich speichere jetzt hier mal eben.
denn ich glaube, so viel kommt gar nicht mehr, denn als nächstes gehen wir ins Schloss. Bis dahin.